Brünn, wir sind ja in der zweiten Saisonhälfte angekommen und wir sind jetzt in Brünn. Auch hier ist wieder Alex Sebon im Auge behalten. Nicht zu viele Punkte vielleicht verlieren. Aber ich bin schon mal vor ihm. Ich kriege ihn auch mal ein bisschen raus. Er kommt von außen jetzt. Und halten wir fest, Marco Simoncelli mal nicht unter den ersten vier. Stand hier zumindest. Jetzt der Dominator in der 2-5-C-Klasse. Ich habe alleine 61 Punkte Vorsprung auf Avera, muss ich sagen. Und chillen sogar noch auf der 7. Butscha. Vierter, damit wäre ich mehr als zufrieden. Da vorne werde ich wahrscheinlich eben kriegen. Und Simoncelli ist auf dem Vorweg, der ist jetzt hinter uns. Der wird noch nach da vorne stoßen, da bin ich mir fast sicher. Vorne sind aber ein Stück zu schnell, sei ich ehrlich. Karel Abraham ist geschützt beim Heimrennen. Und der Barbera stupst uns da mal kurz an. Danke dafür. Aber wir kämpfen hier. Wir sind näher rangekommen in der Runde. Immerhin kämpfen wir ums Podest. Und da stürzt sich und im Aoyama mit. Und der Sturz kam jetzt wieder aus dem Nichts. Und damit ist die gute Position auch hin. Ich kann nicht vom Glück reden, dass ich noch auf der 15 bin. Fuck!
jetzt nur noch Punkte und für die Schadensbegrenzung. Vorne ist Alex Sebon. Aber wenn ich noch an die vier vorbeikomme, dann bin ich direkt hinter ihm. Fuck. Mann, ich bin so dumm, wirklich. Ich bin so dumm, ja, jetzt will ich das. Ficken, Mann. Und die Rennen werden uns am Ende Platz 5 kosten. Will ich so einen Punkt mitnehmen? Mann! Scheiße! Fuck. Ich meine, es sind nur 27 Punkte. Aber wir hätten so gut sein können. Wir hätten so gut sein können, Mann. Fuck.